Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Toy, das wir uns von dem Händler bei den Iskara besorgen können. Und zwar sind wir im Azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 1349. Und hier habe ich hinter mir einen Händler, der schimpft sich Lon2Pit. Und wenn ihr auf die Ruhmstufe 23 gekommen seid, könnt ihr euch bei dem ein nettes Toy holen. Wie kommen wir auf den Ruhm? Naja, wir können halt Sidequest, Mainquest bei den Iskara absolvieren. Worldquest gibt es auch einige. Und dann kann man alle 3,5 Stunden hier dieses Community Feast mitnehmen. Da kann man verschiedene Aufgaben erfüllen, gibt es einen Haufen Ruf. Und dann habt ihr noch die verschiedenen Angellöcher, die auf der Map angezeigt werden. Da könnt ihr auch tägliche Quests machen und dementsprechend auch ein paar Fische abgeben, um Ruf zu erhalten. Dann schauen wir uns mal das Toy an. Und zwar haben wir das einmal hier. Sitzsack mit blauem Bezug. Und es kostet dann einfach, sobald ihr auf 23 seid, ein paar widerständiges Leder, 10 Stück. Dann brauchen wir ein grobes Steinsalz, so rum, auch 10 Stück. Und ein paar Vorräte, aber die haben wir ja sowieso rumliegen. Gut, dann kaufen wir uns das mal. Warte mal, schließen wir hier mal die Löcher, dass das nicht irgendwo anders hingeht. Das kaufen wir uns. Und mit 23 konnte ich auch noch hier dieses Rüstungsset holen. Da habe ich mir auch schon die Mats gekauft. Dann können wir uns beide holen und uns auch beide anschauen. So, als erstes mal das Set. Macht das was her? Sollen wir mal gucken? Ah ja, okay. Ach, das ist hier unter Ruhm drin. Das ist quasi die Variante, die ich aus den Dungeons schon hatte. Bloß ein bisschen andersfarbig. Ist ganz nett, habe ich ein Set mehr. Und jetzt schauen wir uns das Toy an. Und zwar müssten wir da einen Sitzsack dann hinbasteln können. Also hier einmal den Sitzsack aufstellen. Das Ding hat eine Abklingzeit von 5 Minuten, also nicht sonderlich lang. Und hier seht ihr, das ist der Sitzsack. Schwebt ein bisschen in der Luft. Ich wollte gerade sagen, zumindest versinkt man nicht wieder in dem Sitzsack, aber doch, wir hocken so halb in dem Sitzsack drin. Ist jetzt nicht so schlimm. Und wie lange hält er? Naja, steht jetzt hier nicht dran. Aber auf jeden Fall hat es nicht lange Abklingzeit. Hier kann man wieder einen netten Sack aufstellen. Und ja, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.